Ich möchte auch alle ganz herzlich begrüßen. Wir haben heute eine Predigt, in der es um Rizpa geht. Rizpa, eine Frau aus dem Alten Testament. Es geht um Rizpa, aber nicht nur um sie. Es geht auch um Gott. Es geht um Sünde. Es geht um Probleme und Schwierigkeiten. Und es geht darum, was Rizpa dagegen tut. Und es geht darum, was Gott dagegen tut. Und es geht um unsere Probleme und Schwierigkeiten. Und es geht um Liebe. Um Liebe, die diese Schwierigkeiten besiegt. Es geht um Liebe, die stärker ist als der Tod. Unsere Geschichte beginnt 400 Jahre, bevor Rizpa überhaupt auf der Welt ist und das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen ist. Und sie kommen mit Josua zusammen ins Land Kanaan und sie treffen dort auf ganz viele verschiedene Völker. Und jedes von diesen Völkern stellt sich Israel entgegen und dann ist es so wie aus diesen Comics, Asterix und Obelix. Jedes dieser Völker wird wie die Römer einfach verprügelt. Sie müssen weggehen. Und Israel besiegt alle diese Völker und dann kommen die Gibeoniter dran. Und die Gibeoniter, das sind so schlaue Köpfchen, die überlegen sich so, nee, wir haben jetzt da keine Lust drauf, wie die Römer, da so in die Luft zu fliegen. Und sie verkleiden sich. Sie verkleiden sich, als wären sie ganz arm, als wären sie hungrig und als kämen sie von ganz weit weg. Und so kommen sie zu Josua und sagen, Josua, schließ einen Bund mit uns. Und jetzt passiert der erste folgenschwere Fehler, die erste Sünde in unserer Geschichte. Josua fragt nicht bei Gott. Josua hält sich auch nicht an die Regel, die Gott ihm gegeben hatte, keinen Bund einzugehen. Sondern er hat Mitleid und er geht mit den Gibeoniter einen Bund ein. Ein paar Tage später kommt das Ganze ans Licht. Man findet heraus, dass die Gibeoniter eigentlich mitten in Kanaan leben, aber es ist zu spät. Der Bund war geschlossen und seit diesem Tag lebten die Gibeoniter unter dem Volk Israel mitten in Kanaan. Und jetzt springen wir 400 Jahre. Die Gibeoniter lebten die ganze Zeit dort und mittlerweile ist der König David, der Nachfolger von Saul. Und plötzlich, so lesen wir in der Bibel, kommt eine Hungersnot. Und hier beginnt unsere Geschichte. Und wir lesen aus dem 2. Samuel-Buch, Kapitel 21. 2. Samuel 21. Dort fängt es an in Vers 1. Es war eine Hungersnot zu Davids Zeiten, 3 Jahre nacheinander. Und David suchte das Angesicht des Herrn. Und der Herr sprach, auf Saul und auf seinem Hause liegt eine Blutschuld, weil er die Gibeoniter getötet hat. Diese Hungersnot, sagt Gott, kam, weil der König Saul, der war inzwischen bei einem Krieg gestorben, Schuld auf Israel geladen hatte. Und zwar versuchte er, die Gibeoniter zu töten. Wir lesen sonst von diesem Vorfall in der Bibel an keiner Stelle. Wir wissen nicht, wann das war oder wieso Saul das versucht hat. Wahrscheinlich hat Saul so viele umgelegt, das hätte den Rahmen gesprengt, das alles aufzuschreiben. Aber hier lesen wir ganz kurz, Saul versuchte, die Gibeoniter umzubringen und darum war Blutschuld auf dem Haus Israels. Und David beginnt dann zu beten. Wahrscheinlich hat er schon vorher gebetet, aber wenn man Hunger hat, betet man anders. Die unter uns, die fasten, die kennen das. Und er betet und fragt Gott, ja, wieso ist diese Hungersnot da? Und Gott antwortet direkt, ganz klar, diese Hungersnot ist da, weil Sünde, weil Blutschuld auf dem Volk Israel liegt, wegen dem, was Saul getan hat. Und nun leidet das ganze Volk unter Hunger und David muss etwas tun. Und er geht zu den Gibeonitern und wir lesen dann in Vers 3, wie das da weitergeht. Da sprach David zu den Gibeonitern, was soll ich für euch tun und womit soll ich Sühne schaffen, dass ihr das Erbteil des Herrn segnet? Die Gibeoniter sprachen zu ihm, es ist uns nicht um Gold noch Silber zu tun bei Saul und seinem Hause. Auch steht es uns nicht zu, jemand zu töten in Israel. Er sprach, was wollt ihr dann, dass ich für euch tun soll? Sie sprachen zum König, von dem Mann, der uns zunichte gemacht hat und der uns vertilgen wollte,
dass uns nichts bleibe in allen Landen Israels aus seinem Hause. Gebt uns 7 Männer, damit wir sie aufhängen vor dem Herrn in Gibeon, auf dem Berge des Herrn. Der König sprach, ich will sie euch herausgeben. Die Gibeoniter wollen kein Gold, kein Geld, kein Silber. Nein, sie wollen Rache, sie wollen Vergeltung. Es sollte jedem klar werden, mit uns Gibeonitern ist nicht zu spaßen. Sie wollen ein Zeichen setzen. Mit Gibeon, wo sie diese Männer aufhängen wollen, ist wahrscheinlich die Heimatstadt Sauls gemeint. Das heißt, dort, wo Saul herkommt, dort wollen sie 7 von den Nachfahren Sauls aufhängen und töten. Sie töten also Nachfahren Sauls und David antwortet hier ganz kurz und knapp, ich will sie euch herausgeben. Jetzt kann man hier diskutieren, ist das richtig, ist das falsch? Aber David hatte gar keine andere Wahl. Das ganze Volk leidet, tausende von Menschen leiden unter dieser Hungersnot aus diesem einen Grund. Und diese Strafe muss abbezahlt werden, damit es weitergehen kann. Man kann sich jetzt fragen, wieso müssen diese 7 Männer sterben? Ja, was hilft das? Wieso müssen diese 7 Männer sterben? Und die Antwort ist ganz einfach, Sünde. Sünde. Es war Sünde geschehen und Sünde muss bezahlt werden. Im Alten Testament muss immer Leben gegeben werden, um Sünde zu bezahlen. Sünde führt zum Tod. Sünde nimmt das Leben und darum muss Leben gegeben werden, um Sünde zu sühnen. Darum lesen wir von diesen ganzen Opfergeboten. Meistens waren es glücklicherweise nur Tiere, aber in unserem Fall ist es besonders schrecklich, weil es Menschen sind, die gefordert werden. Und David muss gehorchen. Gott hatte das Volk Israel schon im 4. Mose gewarnt, keine Blutschuld auf sich zu laden. Und doch war das nun geschehen. Und obwohl Menschenopfer für Gott ein Gräuel sind, muss Israel hier diesen Preis bezahlen, den die Gibeoniter von ihnen fordern. Im Umfeld des Alten Testaments war das so üblich und Israel muss jetzt diese Schuld sühnen. Und jetzt fragen wir uns, ist das nicht unfair, dass 7 Männer sterben, die nichts damit zu tun hatten? Ist das nicht unfair? Und wir sagen, das ist doch nicht gerecht. Und da müssen wir antworten, ja, aber das ist Sünde. Sünde ist immer ungerecht, Sünde ist immer unfair. Der Preis, den wir für Sünde zahlen, der ist immer höher als das, was uns die Sünde gibt. Für uns heute ist das genau gleich. Sünde hat immer Auswirkungen. Natürlich, Gott vergibt, aber die Konsequenzen, die Auswirkungen der Sünde bleiben. Eigentlich wollten die Gibeoniter Saul, aber der war tot. Und nun kommen seine Söhne dran. Und hier zeigt sich die grausame Fratze der Sünde. Was können diese Kinder dafür? Nichts. Was können Kinder dafür, die unter zerbrochenen Beziehungen aufwachsen, die vernachlässigt werden? Was können Kinder dafür, die in Fukushima geboren werden und jetzt Krebs bekommen? Ja, nichts. Das ist die Sünde. Wir leiden unter den Folgen der Sünde und das beschränkt sich nicht auf die Person, die gesündigt hat. Sünde hat immer Auswirkungen und Konsequenzen, nicht nur in unserem Leben. Nicht nur innerlich, nicht nur äußerlich, nein. Sünde hat Auswirkungen auf Beziehungen, auf Kinder, auf Eltern, auf Freunde. Wenn sich jemand versündigt, hat das Auswirkungen auf sein Umfeld. Sei es nur mit den Augen. Es wird Auswirkungen haben auf seine Beziehung, auf seine Familie. Wir sehen das hier ganz schön. David muss nun 7 Männer auswählen. Es ist an ihm, diese 7 Männer auszuwählen. Ich stelle mir vor, eine schreckliche Situation. Wer stirbt, wer lebt. Das macht man nicht einfach so ene, mene, mu und raus bist du. Und so ist Sünde. Sünde zwingt uns genau zu solchen Entscheidungen, in denen es nur noch Falsch und Fälscher gibt. Das ist Sünde. Und die Folge der Sünde ist immer der Tod. Und darum sollen wir gegen die Sünde kämpfen. Deswegen sollen wir alles daran setzen, dass das
nicht passiert, weil Sünde immer zum Tod führt. Natürlich tut es Gott unglaublich weh. Aber auch wenn uns das egal wäre, dann sollten wir nicht schon sündigen wegen uns selber und wegen unseren Mitmenschen, wegen unseren Kindern, wegen unseren Ehepartnern. Wir muten uns durch unsere Sünden unglaublich Schweres zu. Kämpfen wir gegen unsere Sünde. Gott will immer das Leben, nicht den Tod. Und darum möchte uns Gott helfen, Nein zu sagen zur Sünde und zu sagen, nein, ich tue das nicht mehr. Wie unglaublich fahrlässig wäre es, wenn wir durchs Leben gehen und nicht gegen unsere Sünde ankämpfen. Das führt zum Tod. Die Sünde wird unser Leben zerstören. Begreifen wir doch das. Diese Geschichte zeigt uns das knallhart. Sünde führt zum Tod und auch unsere Sünde ist genauso. Wir können das nicht kleinreden. Das sind nicht nur Sitten des Alten Testaments. Nein, Sünde fordert genauso noch heute Todesopfer. Kämpfen wir gegen Sünde und überprüfen wir unser Herz. Es steht in unserem Kapitel, dass Saul versucht hat, die Gibeoniter zu töten in seinem Eifer für Israel und für Juda. Scheinbar hatte Saul eine gute Motivation und doch war es Sünde. Und darum brauchen wir das Wort Gottes, um unser Herz zu prüfen, um in unser Leben zu schauen und zu merken, wo muss ich mein Leben verändern. Und wir brauchen das Wort Gottes, um das festzustellen. Und wir brauchen die Kraft Gottes, um gegen Sünde zu kämpfen, damit die Folgen ja nicht um sich greifen. Wir sehen bei Saul, hätte Saul das nicht getan, dann wäre das alles nicht passiert. Hätte Josua diesen Bund nicht eingegangen, wäre das alles nicht passiert. Was treffe ich für Entscheidungen? Was treffe ich für Entscheidungen, unter denen andere leiden? Gott möchte uns helfen. Gott möchte das Leben. Er möchte uns die Kraft geben, Nein zu sagen. Und die Geschichte geht dann weiter. David wählt nun diese Männer aus. Vers 7. Aber der König verschonte Mephibosheth, den Sohn Jonathans, des Sohnes Sauls, um des Eides willen, den David und Jonathan, der Sohn Sauls, einander vor dem Herrn geschworen hatten. Aber die beiden Söhne der Rizpa, der Tochter Ajas, die sie Saul geboren hatte, Ammoni und Mephibosheth, dazu die 5 Söhne der Merab, der Tochter Sauls, die sie dem Adriel geboren hatte, dem Sohn Barzillais aus Mehola, nahm der König. Wir sehen hier die Stammestafel von Saul. Wir sehen Saul und seine Nebenfrau Rizpa und wir sehen die 2 Söhne von ihr, Ammoni und Mephibosheth. Und wir sehen die Enkel Sauls von Merab, die Söhne Merab, die werden von den Gibeonitern getötet. Und wir sehen links Jonathan, der Sohn Sauls, dem sein Sohn, der wird verschont. Jonathan war auch schon tot zu diesem Zeitpunkt, der war mit Saul zusammen im Krieg gestorben. Aber Mephibosheth wird verschont und der andere Mephibosheth, der Sohn Rizpas, der wird getötet. David wählt also 5 Enkel und 2 Söhne aus. Und für Theologen ist besonders interessant, David wählt hier keine Konkurrenten aus. Er hätte auch sich gerade ein paar Konkurrenten entledigen können, die ihm den Thron streitig machen. Das macht David nicht. Er wählt eigentlich relativ unbedeutende Söhne und Enkel aus, von einer Nebenfrau und Enkel von Saul. Also David hat nun diese 7 Söhne ausgewählt. Und wir lesen nun weiter in Vers 9, wir können hier schwarz machen. Und gab sie in die Hand der Gibeoniter. Die hängten sie auf dem Berge vor dem Herrn auf. So kamen diese 7 auf einmal um und starben in den ersten Tagen der Ernte, wenn die Gerstenernte anfängt. Die Gibeoniter töten diese 7 Männer und wahrscheinlich haben sie zuerst getötet und dann aufgehängt. Und jetzt ändert sich etwas in der Geschichte. Bis jetzt ging es um die Gibeoniter, um Könige, um Völker, um Blutschuld, um eine Geschichte, die sich über Jahrhunderte erstreckt. Und jetzt auf einmal kommt eine einzelne Frau. Eine einzelne Frau in diesen
während der Menschheitsgeschichte sagt Gott, und jetzt kommt in meinem Wort diese Frau Rizpa. Und jetzt lesen wir alle von dieser einen Frau und was sie getan hat. Ein winziges Zahnrädlein in der Menschheitsgeschichte. Und doch war es Gott wichtig, dass diese Frau in die Bibel kommt. Und wir lesen jetzt Vers 10. Da nahm Rizpa, die Tochter Ajas, ein Sackgewand und breitete es für sich aus auf dem Fels. Am Anfang der Ernte, bis Regen vom Himmel auf die Toten troff und ließ am Tage die Vögel des Himmels nicht an sie kommen, noch des Nachts die Tiere des Feldes. Rizpa geht hin und sie nimmt ein Sacktuch. Sacktuch, das war das Zeichen für Trauer. Das Zeichen, dass man trauert. Und sie macht sich dort eine notdürftige Unterkunft. Man nimmt an, dass sie sich vielleicht so ein kleines Zelt gebastelt hat. Und wenn sie hinkommt, so lesen wir, ist Anfang der Ernte, Anfang der Gerstenernte, also Ende April, Anfang Mai. Und dort hat sie aus. Wir fragen uns vielleicht, ja, was bringt das? Wir müssen das Alte Testament aus seiner Zeit heraus verstehen. Damals war es das absolut Schlimmste, wenn eine Leiche von Tieren aufgegessen wurde. Das war etwas vom Schändlichsten, vom Allerschlimmsten. Das wünscht man seinem schlimmsten Feind. Wir lesen bei Goliath, als er mit David redet, bevor er dann sein unglückliches Ende nimmt, dass er David wünscht, komm her, ich will dein Fleisch den Vögeln unter dem Himmel zum Fressen geben, sagt Goliath. Das wünscht man seinem schlimmsten Feind. Und genau das möchte Rizpa hier verhindern. Es sollen die Toten nicht geschändet werden. Rizpa beschützt also ihre Söhne vor dieser Schmach. Sie vertreibt die wilden Tiere. Und das tut sie nicht nur einen Tag lang, nicht nur zwei Tage lang. Wann fängt es an zu regnen? Anfang Oktober. Vielleicht hat es etwas früher geregnet in diesem Jahr. Es waren trotzdem Wochen, Monate, in denen Rizpa auf diesem Felsen ausharrt, unter ihrem Sacktuch und ihre Söhne verteidigt. Der Kirchenvater Augustinus soll einmal gesagt haben, Liebe, welche verlassen kann, war niemals echte Liebe. Rizpa hat echte Liebe. Sie bleibt Wochen, Monate und sie bleibt auf diesem Felsen und verteidigt ihre Söhne. Wir staunen, wenn wir diese Rizpa sehen. Wir staunen über diese Liebe, über diese Mutterliebe, diese Standfestigkeit, diese Entschlossenheit. Ich harre hier aus, ich verteidige meine Söhne. Sollte es Wochen dauern, sollte es Monate dauern, ich bleibe hier. Ich habe ein Bild mitgebracht von Rizpa. Ein Künstler hat sich das mal so vorgestellt. Wir sehen hier im Hintergrund diese sieben Männer, die zwei Söhne der Rizpa und die fünf Enkel. Und wir sehen im Vordergrund Rizpa. Die hat ein Holzstück in der Hand und sie vertreibt hier gerade einen riesigen Adler, der ist so riesig, man hat das Gefühl, der kommt aus Herr der Ringe. Sie kämpft, sie ist entschlossen, sie ist stark. Sie kämpft. Und ich glaube, so Situationen gab es. Die Bibel sagt uns, dass sie das verteidigt hat gegen Tiere. Und wir sehen sie hier entschlossen, stark, mutig. Ich glaube aber, dieses Bild drückt nur einen Aspekt aus. Ich glaube, es gab auch andere Momente. Ich glaube, es gab diese Momente, in denen sie stark war. Aber es gab sicher auch Momente, in denen sie schwach war. In denen sie auf ihrem Felsen saß und dachte, was soll das? In denen sie mit den Tränen gekämpft hat. Sie kämpft hier gegen die Naturgewalten. Sie kämpft ja eigentlich gegen die Schöpfung, die ihre Söhne fressen will. Aber sie kämpft auch gegen ihre Trauer. Sie kämpft gegen ihre Vergangenheit. Ich meine, Rizpa war schon Witwe. Die hatte ihren Mann verloren im Krieg. Und jetzt noch das. Jetzt verliert sie auch noch ihre Söhne. Unglaubliches, was diese Frau durchgemacht hat. Und jetzt ist sie da allein und kämpft gegen ihre Trauer.
Und nicht nur gegen ihre Trauer und gegen ihre Vergangenheit. Ja, auch ihre Zukunft. Ihre zwei Söhne waren die einzige Altersversorgung, die es damals gab. Und in der Sommerhitze verwesen ihre Söhne, der Gestank steigt ihr in die Nase und mit ihren Söhnen verwest auch ihre Zukunft. Die hat keine Hoffnung mehr. Wie soll sie überleben? Sie kämpft. Sie ist traurig. Sie stellt sich dann auch die Frage nach dem Wieso. Ja, wieso passiert das? Und ich stelle mir vor, wie sie auf diesem Felsen sitzt, in den Himmel schaut und denkt, wieso hast du das zugelassen, Gott? Wieso genau ich? Wieso sind meine zwei Söhne dran gekommen? Ich, die ich schon Witwe bin, wieso hätte David nicht irgendwelche anderen Söhne nehmen können? Wieso ist das genau mir passiert? Wieso mussten die überhaupt sterben? Saul war doch schuld. Wieso hast du das zugelassen? Wir schauen Rizpa an und ich denke, wie wenig hat sich doch die Welt verändert. Wie wenig hat sich doch die Welt verändert. Heute stehen Menschen genau auf diesem Fels und stellen sich genau die gleichen Fragen. Auch wir kämpfen mit den Naturgewalten. Auch wir kämpfen mit Umweltkatastrophen, Klimaveränderung. Auch wir kämpfen gegen unsere wilden Tiere. Auch wir kämpfen gegen unsere Vergangenheit. Wir hadern damit. Was hat das zu tun mit meiner Zukunft, mit meiner Vergangenheit? Wieso hat Gott das zugelassen? Wie soll es weitergehen? Wie soll ich das nur schaffen? Wieso ist mir das passiert? Wieso, Gott? Wir stellen uns genau die gleichen Fragen. Und wir sitzen vielleicht auch auf unserem Fels und schauen in den Himmel und fragen Gott, wieso? Und jetzt stellt sich die große Frage, ja, was macht Gott? Was antwortet Gott auf so eine Tragödie, auf so eine Katastrophe? Was macht Gott? Muss doch irgendetwas jetzt passieren. Wir lesen in unserer Geschichte dann in den folgenden Versen, was passiert. David hört von dieser Geschichte, dass Rizpa das getan hat und er begräbt diese Söhne zusammen mit Jonathan, zusammen mit Saul. Also er gibt ihnen sogar eine besondere Ehre. Sie werden mit dem König begraben. Eine Beerdigung. Endlich. Und trotzdem fragen wir uns, ist das alles? Eigentlich wissen wir in uns drin, die Schande ist zwar beseitigt, aber das ist sicher nicht die Antwort Gottes. Eine Beerdigung. Wir wissen in uns drin, es muss eine bessere, eine größere Antwort geben. Es ist ein Zeichen, dass wir für die Ewigkeit geschaffen worden sind. Ein Zeichen, dass es einen Gott gibt, weil wir genau wissen, eine Beerdigung, das kann nicht die Antwort sein auf so eine Katastrophe. Wir wissen, es muss eine Lösung geben. Was also antwortet Gott auf diese Situation? Was sagt Gott? Ich glaube, die Antwort Gottes auf Rizpa, die Antwort Gottes auf unsere Fragen, die finden wir nur am Kreuz. Am Kreuz von Golgatha, wo Jesus Christus, der Sohn Gottes, stirbt. Wo er gekreuzigt wird, dort zeigt sich Gottes Liebe. Eine Liebe, die noch größer ist wie die von Rizpa. Weil Gott seinen Sohn freiwillig in den Tod gibt. Wir haben gestaunt über diese Mutterliebe von Rizpa. Wie viel mehr sollten wir staunen über die Liebe Gottes, der seinen eigenen Sohn freiwillig in den Tod sendet, damit wir leben können. Gott hat Rizpa gesehen. Gott hat die Katastrophe, ihr Weinen gesehen. Er sagt, ich habe das gesehen und ich tue was dagegen. Gott macht sich freiwillig selber zur Rizpa. Gott wird zu unserer Rizpa. Er gibt seinen Sohn in den Tod. Er trauert um seinen Sohn stellvertretend für uns. Er leidet für uns, damit wir als Menschen Hoffnung haben dürfen. Und die Antwort am Kreuz, die hat zwei Seiten. Wir wollen zuerst die eine Seite anschauen. Gott sagt am Kreuz zu uns, ich leide mit dir mit. Am Kreuz erduldet Jesus Christus
und Gott genau das, was Chizpa erduldet hat. Er erduldet Schmerzen, Leid, Trauer. Wir lesen in Hebräer 4, Vers 15. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist, in allem wie wir, doch ohne Sünde. Gott sagt zu Rizpa, ich habe das alles gesehen, ich habe das alles durchgemacht, ich bin bei dir, ich leide mit dir mit, ich habe genau das Gleiche durchgemacht, ich bin bei dir. Und dann lesen wir Vers 16, darum lasst uns hinzutreten, mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Lasst uns hinzutreten zu Gottes Thron. Gott kennt meine Schmerzen, Gott kennt mein Leid, er kennt meine Fragen und mit all dem darf ich vor seinen Thron kommen. Und sein Thron ist ein Thron der Gnade. Es ist nicht mehr der Thron des Zornes, nein, der Zorn, der wurde ausgelöscht am Kreuz. Und jetzt dürfen wir zu Gott kommen, zum Thron der Gnade. Und Gott ist uns gnädig und es heißt, dass wir Hilfe empfangen, wenn wir Hilfe nötig haben, dass wir Gnade finden. Das möchte Gott, dass wir Hilfe bekommen, wenn wir in so einer Situation sind. Und jetzt heißt es, wie sollen wir hinzutreten? Mit Zuversicht. Was ist Zuversicht? Zuversicht heißt Glaube. Ich glaube an diesen Jesus Christus. Ich glaube, dass das, was Jesus gemacht hat, für mich war. Ich habe Zuversicht, dass sein Tod für mich geschehen ist. Dass durch seinen Tod meine Sünden vergeben sind. Das heißt Zuversicht. Ich komme zu Gott mit der Zuversicht, dass er mir vergibt, weil Jesus Christus für mich gestorben ist. Und ich kann Jesus Christus meine Sünden bekennen. Und ich darf ihn einladen in mein Leben und darf deshalb vor den Thron Gottes kommen. Ich darf eine Beziehung mit Gott höchstpersönlich haben. Die Bibel verspricht einem jeden Menschen, wer zu diesem Thron der Gnade kommt, der wird Barmherzigkeit empfangen und Gnade. Gerade dann, wenn wir Hilfe nötig haben. Und wenn ich Krankheit begegne in meinem Leben, wenn ich Trauer begegne in meinem Leben oder in meiner Familie, wenn ich einsam bin, wenn ich so auf meinem Felsen bin wie Rizpa, dann sagt Gott, ich weiß, ich leide mit. Ich war an diesem Kreuz, ich hänge an diesem Kreuz und ich sehe dich. Ich weiß, wie es dir geht. Ich leide mit dir mit. Ich bin genau an dem Punkt, an dem du auch bist. An dem du keine Kraft mehr hast, an dem du nur noch weinen könntest. Dort, genau dort begegne ich dir. Gott leidet mit uns mit am Kreuz. Und das schenkt uns Trost. Und jetzt die zweite Seite. Gott leidet am Kreuz mit uns mit, Mitleid. Aber Mitleid allein verändert noch nichts. Jetzt sagt Gott, ich leide nicht nur mit, sondern durch das, was ich am Kreuz leide, verändere ich alles. Ich besiege den Tod, ich besiege das Leiden. Was Jesus tut, ist nicht nur ein Mitleiden. Nein, Jesus trägt unser Leid. Stellvertretend. Jesus stirbt und leidet nicht einfach so. Nein, er leidet und stirbt stellvertretend. Weil Jesus Christus Gottes Sohn ist, kann er den Tod, kann er das Leid besiegen. Die Auferstehung bedeutet, der Tod ist besiegt. Paulus schreibt, Tod, wo ist dein Stachel? Du hast keine Macht mehr. Der Tod ist besiegt, weil Jesus Christus auferstanden ist. Wegen dem Kreuz gibt es Hoffnung, auch für Rizpa, weil wegen Gottes Liebe Tote auferstehen können. Gott sagt, wegen dem Kreuz ist es möglich, dass eines Tages all dieser Schmerz, all dieser Tod, all dieses Leid nicht mehr sein werden. Und ich kann mein Leben wegen diesem Kreuz in einem total anderen Licht sehen und leben. Wenn es mir gut geht, dann darf ich mich freuen.
dass Gott mir das schenkt. Und ich darf wissen, dass das nicht alles ist. Dass es noch eine Ewigkeit gibt. Dass es nur eine Vorahnung ist, nur ein Schatten von Gottes Größe. Und wenn mir Unrecht getan wird und wenn es mir schlecht geht, dann darf ich wissen, eines Tages wird Gott alles zurechtrücken. Und ich darf wissen, das Leben, das Sterben und das Auferstehen von Jesus, das ist nicht nur eine Geschichte aus der alten Zeit, die wir in alten Büchern lesen. Nein, was Jesus lebt, leidet und stirbt, das wird zum Schema für mein Leben. So wie Jesus leidet, leide ich. So wie Jesus stirbt, werde ich sterben. Und so wie Jesus aufersteht, so werde ich auferstehen. Jesus ist mein Vorbild. Und so wie es ihm geht, wird es mir gehen. Jesus ist auferstanden, so auch ich. Und durch den Glauben habe ich daran Anteil. Und hier sind wir anders als Rizpa. Rizpa wusste noch nicht von diesem Kreuz. Sie wusste vielleicht von der Auferstehung, wir wissen es nicht genau, aber sie wusste nichts von Jesus Christus. Sie wusste nichts von Golgatha. Sie wusste nichts von dieser Auferstehungshoffnung durch Jesus Christus. Wie gut haben wir es, dass wir das wissen dürfen. Eines Tages werde ich auferstehen. Und die Garantie, die ist dort an diesem Kreuz. Gott hat mir eine Garantie gegeben. Und jeden Moment, den ich lebe, ist nur ein klitzekleiner Moment der Ewigkeit. Und wenn ich mal, wie diese Woche bei mir, der Zug einen Ausfall hat und ich 2 Stunden in der Kälte stehe am Bahnhof, wegen der SBB, wegen diesen lieben Menschen dort, dann darf ich wissen, ich habe nicht 2 Stunden verschwendet von meinen wertvollen 80 Jahren. Ja, vielleicht bin ich 2 Stunden in der Kälte gestanden, aber es ist egal. Es wartet eine Ewigkeit auf mich. Und wenn ich 3 Stunden verschwende und wenn ich sogar 20 Jahre von meinem Leben verschwendet hätte, ich habe eine ewige Zukunft. Gott sagt mir, es kommt nicht auf diese 2 Stunden, es kommt nicht auf diese 20 Jahre darauf an. Sonst würde mich das in den Wahnsinn treiben. Wenn wir heute Mittag essen, haben wir wieder einen halben Tag von unserem Leben vorbei. Einfach so. Und bald sterben wir. Es würde uns in den Wahnsinn treiben, wenn wir nicht wüssten, es gibt eine Ewigkeit. Mein Leben ist nicht 80 Jahre. Mein Leben ist nicht 29.000 Tage, wie das durchschnittliche Leben. Nein, es gibt eine Zukunft. Das Kreuz sagt mir, es wartet eine Ewigkeit auf dich. Und egal, was ich durchmache, egal, was meine Fragen sind, egal, was ich durchleide, ich habe eine Zukunft. Jesus ist Sieger. Er hat Krankheit besiegt. Er hat den Tod besiegt. Er hat das Leid für mich getragen. Es gibt eine Zukunft, egal wie es aussieht. Egal, was mir die Ärzte sagen. Ich habe eine Zukunft und diese Zukunft ist großartig. Nicht wegen meiner 3. Säule, nicht wegen meiner tollen Ausbildung, nicht weil ich jeden Tag ins Fitnessstudio gehe. Nein, meine Zukunft ist großartig wegen dem, was Jesus Christus am Kreuz getan hat. Ich habe eine Zukunft. Ich darf leben, weil vor 2000 Jahren einer gestorben ist für mich. Und weil er auferstanden ist. Und das hat alles verändert. Und wir dürfen das wissen. Unglaublich. Wenn wir, wie Rizpa, vielleicht diese Fragen haben, dürfen wir wissen, es gibt eine Zukunft. Und ich frage mich, wie viele Menschen gibt es, die noch genau an diesem Punkt stehen, wie Rizpa, die noch nichts wissen von diesem Jesus, deren einzige Hoffnung eine Beerdigung ist vielleicht. Wie viele Menschen gibt es, die noch alleine kämpfen gegen ihr Leid, die keinen Trost haben, die nicht wissen, dass es einen Gott gibt, der mit ihnen mitleidet? Wie viele Menschen gibt es, die diese Antwort nicht kennen, die diese Hoffnung nicht haben? Und wir kennen sie. Wir kennen diese Freudenbotschaft. Und wir dürfen sie weitergeben. Wir dürfen Freudenbotschafter sein. Evangelisten, auch wenn ihr vielleicht jetzt nicht
das Gefühl haben, wir hätten die besondere Geistesgabe der Evangelisation. Wir dürfen trotzdem Freudenbotschafter sein. Evangelium, es ist eine Freudenbotschaft. In all diesen Schwierigkeiten gibt es eine Hoffnung. Jesus Christus, und wir kennen sie. Wir kennen sie. Und diese Menschen kennen sie nicht und wir dürfen sie weitererzählen. Hoffnung bieten. Ich möchte zum Schluss kommen. Wir haben in dieser Geschichte gesehen, was Sünde für Auswirkungen hat. Wo Sünde letztendlich hinführt zum Tod. Und dass wir darum mit aller Macht und mit Gottes Hilfe gegen unsere Sünde kämpfen sollen. Und wir haben gesehen, dass Gott eine Antwort gegeben hat. Dass Gott auf Rizpa geantwortet hat. Dass er gesagt hat, ich habe dich gesehen. Dass er erstens mit uns mitleidet, dass er in unserem Leiden dabei ist, uns begegnet an unserem Tiefpunkt und uns Trost spendet. Und zweitens, dass er unser Leid beseitigt, dass er es stellvertretend auf sich nimmt. Er geht in den Tod, er aufersteht und genauso werden wir auferstehen. Jesus besiegt diese Katastrophe und er besiegt all unsere Katastrophen. Durch das Kreuz ist der Tod besiegt. Das gibt uns Hoffnung. Gottes Liebe ist stärker als der Tod. Amen. Wir wollen beten. Vater im Himmel, wir danken dir für diese Hoffnung, die wir haben dürfen. Dass du für uns gestorben bist, dass wir mit unseren Fragen, mit unseren Nöten, mit unserem Leiden nicht alleine sind, dass du uns genau dort begegnest, weil du das kennst, weil du genau an diesem Punkt bist. Und wir danken dir, dass du diese Nöte und Sorgen nicht nur kennst, sondern dass du sie beseitigt hast am Kreuz. Dass wir wissen dürfen, wir haben eine großartige Zukunft wegen dem, was du getan hast. Und Herr Jesus, wir bitten dich, dass du diese Hoffnung aufstrahlen lässt in unserer Zeit, in der so viel Hoffnungslosigkeit ist, in der so viel Trauer ist. Mach uns zu so Freudenbotschaftern, die diese Botschaft weitererzählen. Dass Menschen Hoffnung bekommen, dass diese Rizpas aus der heutigen Zeit merken dürfen, sie sind nicht alleine. Es gibt eine Antwort, es gibt eine Liebe, die all das besiegt. Wir danken dir dafür und wir staunen über das Kreuz, das du uns so sehr geliebt hast. Amen.